dann mal zur Abwechslung mal so ein bisschen was Ernsteres. Ja, ich bin großer Fan von. Ich bin ein ganz großer Fan und ja, ich reagiere jetzt mal zum ersten Mal auf Best of Bundestag und dann fangen wir gleich mit der AfD an. Na toll. Jetzt wird es mal wieder politisch. Wir gucken Best of Bundestag, die 225. Sitzung 2021. Ich gucke das immer gern, das ist was da im Bundestag so abgelassen wird für andere Reden. Fängt hier schon sehr gut an. Ist die richtige Richtung oder ist das entweder hier oder hier? Fängt schon hier gut an. Ja. Schauen wir es mal an. Best of Bundestag. Reagierst du mit dem Zwergenfürst? Mit unseren Anträgen zur Einführung eines Baby-Willkommensdarlehens und eines zinsfreien Kinderkredits Familienpolitik. und dem Familiensplitting wollen wir diese strukturelle Rücksichtslosigkeit gegenüber Familien mindern. Familien Na waren sicher. und sind die Stütze unserer Gesellschaft. Sie sollten im Mittelpunkt allen politischen Handelns stehen. Ich freue mich auf familienfreundliche Beratungen im Ausschuss. Vielen Dank. Dankeschön. Für Unterruf gibt es noch den Untertitel für Zwischenrufe. Einstellung, Untertitel, Deutsch. Ja, für Zwischenrufe mit Zwischenrufen drin. Diese Bemerkung, die war so Ah, hier überflüssig wie dumm. aber Vielen Dank. dann wird die Zwischenrufe mit eingeblendet. Könnte ich alles So, lesen, weil jetzt meine kommen wir mal Cam im Weg wieder ist. runter. Am besten was. Mit den zwei Familienentlastungsgesetzen haben wir Familien und Bürgerinnen und Bürger um 22 Milliarden Euro jährlich entlastet ab diesem Jahr. Der größte Anteil davon ist das Kindergeld. Familien enthalten 25 Euro mehr Kindergeld für das erste Kind, ab dem vierten sogar 250 Euro. Und gleichzeitig haben wir auch den Das Kinderfreibetrag stimmt. auf Ist über eine 8.000 Euro gestiegen. Stimmt, in der Krise jetzt, also in der Krise wurde jetzt ein bisschen mehr Kindergeld gezahlt, das was jetzt an die Familien dann rausgegangen ist, das stimmt schon. Ich weiß nicht, ob das jetzt generell geändert wurde, aber jetzt in der Krise haben sie es irgendwie mal. Weiß nicht, ob das danach bleibt oder ob das. Ja, auf jeden Fall wurde es jetzt für die Krise geändert. Steigert. Die Alleinerziehenden haben wir entlastet, indem wir den Freibetrag verdoppelt haben auf 4.008 Euro. Auch das eine Entlastung von 500 Millionen Euro. Wir werden im Mai diesen Jahres. Haben Sie nicht schon genug geschrien? Schade. So Was ist da es immer wohl. Jetzt ist Frau Tillmann dran. für Zwischenrufe im Bundestag sind, das ist auch, was da mal reingekrönt wird, das ist von manchen Seiten, das ist halt wirklich, kann man sich mal, das kann man im Parlament, ich meine, dass in der Schulklasse mal reingebrüllt wird im Unterricht, das ist, aber das ist da, meine ich, gerade von der Seite der AfD zum Beispiel, ich meine auch von allen anderen Seiten, aber das wie bei Kleinkindern, wie im Kindergarten, was da reingebrüllt wird, dass man die nicht aussprechen lassen kann, den Redner. Das ist, und die Rednerin. Und im Grunde, Frau von Storch, im Grunde ist Ihre Familienpolitik oder Ihre Grundannahme, die Deutschen sterben aus, das hat Herr Reichardt gesagt, es werden viel zu wenig Kinder geboren, die Ui, Deutschen die Linke gegen die AfD. sterben aus, die Regierung, also da gehören wir jetzt nicht dazu, die Regierung schleust in Horden Ausländer ein, die das Nein. deutsche Volk umfolgen und der Great Reset droht. Also, meine Damen und Herren, na, das haben Sie alles in Ihrer Rede hergebracht. Meine Damen und Herren, das ist im besten Fall deutschtümmelnde Bevölkerungspolitik. Im allerschlechtesten Fall ist das einfach nur Verschwörungsquatsch, den Sie hier offenbart haben. Und darauf bauen Sie Das eine ganze sagt doch was. Familienpolitik auf. Das kann man doch ja nicht anbieten. Verschwörungsquatsch von der AfD. Was? Gibt's doch gar nicht.
Und dann sage ich Ihnen, das habe ich Ihnen schon mehrmals gesagt, hier auch an dieser Stelle, die Geburtenzahlen, die sind so hoch wie seit Mitte der 80er Jahre nicht mehr. Was erzählen Sie denn überhaupt hier? Es werden überall mehr Kinder geboren. Es fehlen über 300.000 Kita-Plätze, die fehlen, nicht, weil Familien zugewandert sind. Die fehlen, weil in Deutschland mehr Kinder geboren werden. Da kann man sich ja mal drüber freuen, anstatt zu behaupten, dass die Deutschen umgefolgt werden. Was für ein Schwachsinn. Diesem Land, und Frau Tillmann, das kann ich Ihnen nicht ersparen, Sie haben wundervoll die ganzen Maßnahmen der Regierung aus den letzten 3 Jahren aufgezählt. Die haben wir ja alle hier mal mitbeschlossen, wir waren häufig dagegen, aber was Sie doch sagen müssen, ist, dass am Anfang der Wahlperiode 1,9 Millionen Kinder in der Grundsicherung gelebt haben und am Ende der Wahlperiode leben 1,9 Millionen Kinder in der Grundsicherung. Es ist völlig egal, was Sie hier gemacht haben, weil Ihre Maßnahmen haben überhaupt nichts genützt, um Kinderarmut effektiv zu beseitigen. Weder die verdeckte Kinderarmut ist zurückgegangen, noch die Reale der Kinder, die in Grundsicherungs-Hartz-IV-Haushalten leben. Die sind genauso arm wie vor 3 Jahren. Natürlich kann auch eine Familie gut durchs Leben kommen. Aber wenn man, das ist ja wirklich dieser Geräuschpegel, der ist also unglaublich nervtötend. Ist echt wirklich, das ist manchmal denke ich, ich würde auch gerne mal im Bundestag reden, aber das ist sowieso, selbst einerseits könnte ich es nicht und andererseits, die Geräuschkulisse, was da reingebrüllt wird und so, ich habe es gerade eben schon gesagt, wirklich unmöglich. Das sind erwachsene Männer, die erwachsene Politiker, mit wahrscheinlich die meisten schon ein bisschen Politikerfahrung, dass sie dort gewählt wurden ins Parlament, die vielleicht schon mal im Landtag dort saßen. Es ist von der AfD nicht, das kennen wir, die sind alle, die haben alle keine Erfahrung, aber aber das ist da von der CDU, von der FDP und so, dass da aus allen Seiten rein Zwischenrufe kommen. So ein bisschen Zwischenruf ist ja mal in Ordnung, aber dass da manchmal wirklich zwischengekrölt wird, das ist doch kein Klima für einen Bundestag, das ist doch. Wenn Sie manchmal etwas Sinnvolles beizutragen hätten, lesen Sie mal Ihre Anträge, was für ein Schrott Sie hier aufschreiben. Die würde ich nehmen, rausgehen und nochmal überarbeiten. Also das haben wir die Kolleginnen ausreichend dargestellt. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Ich will darauf hinweisen, dass Zwischenrufe nicht das Privileg der AfD-Fraktion sind, sondern aus meiner sitzungsleitenden Funktion heraus weiß ich, dass Zwischenrufe aus allen Fraktionen gelegentlich auch einen Geräuschpegel erreichen, der darüber nachdenken lässt, ob die einzelnen Zwischenrufe überhaupt noch erkannt werden können. Und aber besonders krass. Ja, das ist besser ausgedrückt von ihm, so immer noch und besser gesagt. Ja. Die heißt die Vergabe, das muss ich tatsächlich lesen, wenn ich mir das so schwer merken kann. Die Vergabe des Kredites ist daran zu knüpfen, dass eine Vaterschaftsanerkennung vorliegt. Also ganz offensichtlich können Sie sich in der AfD nicht vorstellen, dass Kinder auch nur von Müttern erzogen werden. Kollegin Tillmann hat das erzählt, sie ist selber ja, alleine. Ja, die Sache mit, also es ist nur von Müttern und nur von Vätern erzogen, das ist für die AfD sowieso fremd. Die können sich das sowieso nicht vorstellen, in deren kleines Hirn passt da sowieso nicht rein, dass da irgendwie, dass da Homo-Ehen oder dass was anderes außer Mann und Frau, also Hetero-Beziehung mit Frau und Mann mit Kind gibt. Das ist, ja, braucht man gar nicht mehr zu erwähnen. Du kennst ja AfD, CDU genauso, die wollen es ja auch nicht wahrhaben, das ist ja. Kämpfen. Die haben ja auch schon gegen die Ehe für alle gekämpft. Das ist ja die Rechten. Es gibt alleinerziehende Mütter, die ihre Kinder erziehen, ohne Vater, und das geht auch gut. Und aber offenbar können sich das die Herren in der AfD, sind ja überwiegend Herren bei Ihnen, nicht vorstellen, dass Kinder ohne Vater groß werden. Auch ein großes Problem von uns, gerade von CDU und auch und noch mehr von AfD, das männerdominierte Partei, das ist männerdominierte Parteien, dass da wirklich wirklich eine Wurstparty. Aber ist ja auch klar, es passt ja auch zu dem Familienbild, weil der Vater muss ja das Geld anschaffen. Die Mutter ist ja zu Hause und der Vater muss das Geld anschaffen. Das ist ja das klassische Familienbild der AfD. Leider nicht nur von der. Ja. Die Spannung steigt. 3 Tage Sitzung Deutscher Bundestag scheint dazu beizutragen, dass die Spannungen steigen.
Aber es macht vielleicht nicht Sinn, jeden Satz zu kommentieren. Also Zwischenrufe sind erwünscht und beleben die Debatte, aber jeden Satz ist vielleicht nicht ganz so angemessen. Die Deutschen werden zur Minderheit im eigenen Land. Och, halt die Schnauze. Das ist doch AfD, oder brauchst du gar nicht einblenden. Mathematik. Und es hängt mit der demografischen Katastrophe zusammen, in der sich unser Land seit Jahrzehnten Minderheit befindet. Führende Demografie. Brauchst du gar nicht einzublenden, das ist der erste Satz, Deutsche werden zur Minderheit. Schnauze, Schnauze, Schnauze. Da brauchst du gar nicht weiter zu reden. Das ist doch so ein AfD-Bullshit. Das ist doch, da mache ich auch dicht automatisch im Kopf. Da höre ich auch gar nicht weiter zu. Das ist. Da muss ich mal zwischenrufen. Das ist jetzt hier mal im Video. Das ist einfach, das ist die AfD. Das ist eine der Frauen in der AfD. Das ist. Ja, für AfD. Ich habe AfD-Allergie. Das ist. Bullshit-Ritis. Eine Bullshit-Ritis haben die. Das ist ja Bullshit-Allergie. Seit langem darauf aufmerksam. Die Deutschen bekommen zu wenig Kinder. Die Bevölkerung wird immer älter. Die Sozialsysteme kollabieren. Von der Politik wurde nie entgegengesteuert. Ist doch das. Und viele Linke, die mit. Und das wählen Leute in Deutschland. Es gibt so, wie viel haben jetzt irgendwie bei den Umfragen zur nächsten Bundestagswahl 11-12%. 11-12% der wahlberechtigten Bevölkerung wählt diesen Scheißhaufen. Das ist. Was soll man, das ist. Sorry, aber es ist. Wer solche Aussagen trifft, das ist doch. Das ist halt einfach unbegründeter und schwachsinniger Bullshit. Das ist einfach. Da kann ich mich nur, da kann man sich nur drüber aufregen. Das ist. Familie und Vaterland ohnehin noch nie etwas anfangen konnten, sahen in dieser demografischen Katastrophe sogar eine große Chance. Denn die Kinderarmut der Deutschen diente ihnen als wunderbare Rechtfertigung für Masseneinwanderung und eine Politik der offenen Grenzen. genau das, was die Linke dort macht, ist. Ich habe es gar nicht gesehen. Ich kenne den Namen nicht. Das ist eine bekannte Vorsitzende nicht, aber das ist bekanntes Gesicht aus der Linken. Also genau das hier. Für Masseneinwanderung und eine Politik der offenen. Genau das, was sie macht, das ist echt. Kann man nur den Kopf schütteln. Denn wenn es um die wirkliche Politik geht, dann sehen wir bei der SPD und CDU, CSU, wie viel von Familien entlassen und Familien sind wichtig übrig bleibt. Da wird wie auf dem Basar um die Zukunft und die Bildungschancen der Kinder verhandelt. Laut der Presse, ich nehme ein Zitat Ihres Rechtsexperten Lutschak, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, der die Schulschließungen so kommentiert, bei den Ausgangsbeschränkungen, Klammer auf Shopping, Klammer zu, haben wir leicht modifiziert, das muss an anderer Stelle, Klammer auf Schulen, Klammer zu, nachgezogen werden. Und die SPD macht dieses Schauspiel mit und verschachert das Recht der Kinder für ihre Testpflicht in Betrieben. So geht Politik nicht. Und deswegen fordern wir eine massive Anstrengung, damit Schulen und Kitas weiterhin offen bleiben, meine Damen und Herren. Teilweise haben Sie ja recht. Aber FDP ist diese obskure kleine Witzpartei. Das ist. Und wissen Sie, das ist schon ein bisschen erbärmlich, da AfD dazwischen zu rufen. Was wir vor allem brauchen, ist eine krisenfeste Infrastruktur für Familien und Unterstützung in der Not. Vor über 2 Monaten haben Sie hier, die CDU und die SPD, versprochen, dass Sie die Lücke schließen werden bei den Kinderkrankentagen, bei der entsprechenden Entschädigung für privat und freiwillig Versicherte. Seitdem haben Sie hier nichts vorgelegt, aber auch um Ihren Kanzlerkandidaten. Darum haben Sie sich gekümmert. Haben ja teilweise recht. Sie kümmert sich auch nur um ihre, ist dann wieder mal Wahlkampf und dann wird sie wieder nur um die Wahl gekümmert und wird sie nur um Kanzlerkandidatenduell gemacht und dann in der Krise wird man wieder nicht. 2000 hätte man umsteuern müssen. 2000er, ja. Nur kann ich mich daran erinnern, 1998 im Wahlkampf Gerhard Schröder als damaliger SPD-Kanzlerkandidat hat erklärt, das Thema Aufbau Ost und Aufschwung zur Chefsache machen zu wollen. Und er war ja dann bis 2005 Bundeskanzler. Wie bewerten Sie denn die Bilanz Ihres SPD-Kanzlers Schröders in dieser Sache? Also soweit ich weiß, war das immer noch ein Kanzler der SPD. Und wir wissen alle, dass wir gerade in dieser Phase nach 1998 gesamtdeutsch
gesamtdeutsch, vor großen Schwierigkeiten standen. Wir hatten hohe Arbeitslosenzahlen in Gesamtdeutschland. Hier sich sozusagen, wir haben ja auch mit der Agenda 2010, man mag dazu stehen, wie man will, große Reformen angestoßen. Die waren nicht immer positiv, sie waren auch negativ. Ich glaube, er hat gerade verwechselt, er hat sie gerade als, weil sie ein rotes Jackett hat, anhat wahrscheinlich irgendwie, es ist halt, er hat sie, sie ist natürlich, wir sehen, dass er von den Grünen ist, steht unten eingeblendet. Er hat sie wahrscheinlich verwechselt mit einer SPD-Kandidatin. Die Stimmen aus der Linken, da muss ich ganz kurz zu Ihnen antworten. Zeitgleich gab es übrigens in Mecklenburg-Vorpommern eine rot-rote Regierung von 1998 bis 2006. Mit einem Arbeitsminister Helmut Holter von den jetzt Linken. Das erste Bundesland, das die Durchführungsgesetze zu den Hartz-IV-Reformen umgesetzt hat, war übrigens Mecklenburg-Vorpommern mit einer Vorlage aus genau diesem Hause. So viel also immer zu den Zwischenrufen aus der Richtung. Um es deutlich zu machen, es sind Probleme angegangen worden, ja. Ich hätte mir an dieser Stelle mehr gewünscht, auch noch mehr einen Fokus und tatsächlich auch ein Umsteuern, mehr mit dem Blick auf kleine und mittelständische Unternehmen. Das gilt übrigens nicht nur für Ostdeutschland, das gilt für Gesamtdeutschland. Wir hatten zu lange den Fokus auf der Großindustrie. Unsere Stärke ist der Mittelstand, unsere Stärke sind die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und es wäre wichtig, hier jetzt einen stärkeren Fokus drauf zu sehen für die gesamtdeutsche wirtschaftliche Stärke. Danke, dass Sie die Frage zulassen, Frau Schimke. Also ich habe ehrlich den Eindruck, Sie sind noch nicht im Westen angekommen. Denn das Modell Deutschland, vor dem jetzt auch der Osten profitiert, bedeutet ja, dass er über Tarifverträge bestimmte Dinge aus der Konkurrenz der Betriebe untereinander herausgenommen hat. Zum Beispiel den Lohn. Wir haben gesagt, über Tarifverträge machen wir einen Mindestlohn. Und wenn Unternehmen erfolgreich sein wollen, müssen sie das durch Innovation, durch Technik machen, aber nicht durch Lohn senken. Dasselbe ist mit der Arbeitszeit, die in Tarifverträgen geregelt sind. Da haben wir gesagt, wir nehmen Arbeitszeit aus der Konkurrenz der Betriebe untereinander raus. Nicht der ist erfolgreicher, der länger arbeiten kann, sondern erfolgreicher ist der mit den besten Beschäftigten, mit guten Beschäftigten, der gut zahlt, über den Tarif vielleicht sogar, und der, der innovativ ist. Und das, Frau Schimke, das war ein Erfolg, das wir sozusagen damals im Westen über das Tarifvertrag gesehen hatten. Da hatten Sie im Osten tatsächlich einen Nachteil. Wenn Sie jetzt aber nicht mit dazu beitragen, dass wir diese Tarifbindung, dieses Herausnehmen der Konkurrenz aus Lohn- und Arbeitszeitdumping, wenn Sie nicht dazu beitragen, dass wir das auch im Osten hinkriegen, dann tragen Sie die Verantwortung, dass der Osten eben nicht zum Modell Deutschland wird, sondern weiter in diesem schlechteren Bedingungen arbeitet und damit auch nicht zum Modell wird, sondern eher zum Modell für niedrige Löhne und schlechte Arbeitszeiten, die wir jetzt noch im Osten haben. Lieber Herr Kollege Ernst, meine Damen und Herren, anders als Sie sehe ich im Unternehmer nicht den Feind, sondern den Partner. Ja? Das sind Menschen in unserem Land, die schaffen Arbeitsplätze, die sorgen für unseren Wohlstand. Und Sie haben keine Ahnung von Wirtschaft, das darf ich an der Stelle... Die lieben Arbeitsplätze, die das ist der CDU, der FDP, das ist gerade der FDP, aber auch der CDU, das ist die Arbeitsplätze, das heilige Argument, das Totschlagargument, das ist aber die Arbeitsplätze, das ist, kannst nicht machen, weil es und weil Arbeitsplätze. Auch mal sagen, Sie schaffen nur eine gesunde Wirtschaft, wenn Sie diese Menschen mit ins Boot holen, wenn Sie ihnen die Möglichkeiten, wenn Sie ihnen den Freiraum schaffen, zu arbeiten und zu leben. Und Sie tun nichts anderes, als sich auf dem Erfolg anderer auszuruhen. Und so funktioniert das nicht, meine Damen und Herren. Aber es geht ja leider noch weiter, es geht ja noch weiter. Ich bin ja leider noch nicht am Ende. Nein, jetzt soll ja auch die Vergabepolitik, jetzt soll ja auch die Förderpolitik an das Konzert des Wünsch dir was angeglichen werden. Ja, Unternehmen sollen ja nur noch Förderung nach Auffassung der Linken bekommen, wenn sie sich an bestimmte Standards halten. Ich sag Ihnen mal was. Ja. Die Wirtschaftsstruktur in den neuen Ländern ist klein und mittelständisch. Die haben nicht viel Kapazität, die haben nicht viel Spielraum. Was Sie machen, ist die Möglichkeit, Förderung in Anspruch zu nehmen, deutlich zu erschweren, deutlich zu bürokratisieren. Nein. Und vor allem machen sie es unattraktiv. Und das ist nicht das, was wir wollen. Die Linke will Sachen bürokratisieren, dass da was falsch verstanden ist. Normalerweise ist die CDU die Partei, die Bürokratie und der Sachen aufbaut, die dann der Sachen macht, wo da Bürokratie erschwert wird. Das ist alles, wo. Brauchen wir ja nicht anzufangen. Wir wollen, dass
Staatsgelder, dass Steuergelder allen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, und zwar möglichst leicht und möglichst niedrigschwellig, sodass jeder davon profitieren kann. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will vielleicht auch noch mal etwas Positives zu dieser Debatte beitragen. Ich frage mich ja manchmal bei Ihnen, ob Sie eigentlich noch fröhlich durchs Leben gehen können. Denn die Situation in den neuen Bundesländern... Hi Flips, willkommen im Chat. Kennst du dich in der Politik Österreichs aus? Absolut nicht. Tut mir leid, Flips. Bist du Österreicher? Kommst du aus Österreich? Ich kenne mich in der Politik von Deutschland einigermaßen aus. Also ich interessiere mich sehr viel und beschäftige mich sehr viel mit der deutschen Politik. Aber ausländische Politik. Ein bisschen was habe ich jetzt zur Zeit, ich wohne in Österreich, daher. Also ein bisschen was kenne ich von US-amerikanischer Politik, also das Wahlsystem der USA habe ich jetzt wegen der Biden-Wahl, wegen Präsidentschaftswahl in den USA, da habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt. Also so ein bisschen kenne ich da auch das, aber auch generell das politische System in den USA ist ja viel zu schwierig. Also ich kenne mich in Deutschland aus, da kann ich eigentlich, oder bin ich auch kein Experte drin, also bisschen kann ich mitreden bei Politik in Deutschland, aber also Österreich absolut nicht. Also mir, so ein paar Namen sagen mir da was, dass da irgendwie war das die FPÖ, die dort, also so ein bisschen was hört man mal auch, weil das so ein bisschen in die deutsche Politik so ein bisschen mit reingehört, weil das halt so ein bisschen Außenpolitik so ein bisschen da, weil das da die Verbindung zum Nachbarn und so weiter so. War das der Kurz, der Kanzler ist, in dieser mit der FPÖ und so, also so ein bisschen. Ja, die Ibiza-Skandal, das habe ich mal gehört, dass der eine Typ, der dort da, der Strache, der dort gefilmt wurde, bei dem er sich, wo er dann das Land verkaufen wollte, das kriegt man schon so ein bisschen was weltbekannt, was weltberühmt wird, kriegt man schon mit, aber. Also wirklich, also mit Politik, was so wirklich so in Innenpolitik und so weiter, was Österreich angeht. Ich wohne in Deutschland, ich muss mich mit der deutschen Politik auseinandersetzen und das reicht mir völlig. Ja, es ist, also ich brauche nicht noch österreichische Politik oder amerikanische Politik. Das ist, die deutsche Politik ist schon schwierig genug. Das ist schon, da kriege ich ja schon, guck mir mal auf die Haare hier. Das ist, ja, wie ich mich mit Politik beschäftige. Und das ist halt hier, mir gehen hier schon die Haare aus, mir fallen hier bei mir. Die deutsche Politik ist schon anstrengend und schwierig genug. Kurz. Guter Bundeskanzler. Und deine Meinung. Lass dir deine Meinung. Das ist, ich kenne auch nicht so, ich kenne jetzt nicht so viel von Kurz und von Österreich, dass damit näher mitreden könnte, was ich von dem gehört habe. Okay, ja. Das war Ironie. Okay. Bin kein Fan der ÖVP, selbst wenn, kannst du ja so finden, das ist, ich weiß nicht, was die ÖVP ist, also die ÖVP ist so ein, ich stelle mir das so, ich denke, also wie ich das erfahren habe, ist das so ein Mix aus CDU und AfD, ist das so ein Ding, so ein, das Schlechteste aus CDU und AfD zusammengemixt, würde ich so sagen, ist das, Wirtschaftspartei Mitte rechts, also AfD, CDU, FDP. Mix aus AfD. Also das, was wir eventuell bald als Koalition in Deutschland haben, ist durchaus denkbar. Müssen sie nur die Prozente dafür kriegen. So, ich muss jetzt weiter gucken. Flips, es geht hier weiter, es geht hier ja zur Debatte. Deutsche Politik hier ein bisschen. Kennst du dich mit deutscher Politik aus? Können wir da mal. Gerade geht es ja um deutsche Politik, wir können später nochmal. Jetzt hier im Deutschen Bundestag zum Arbeitsmarkt Ost geht es hier gerade um die Arbeit. Ist doch eine ganz andere. Also, sehr geehrter Herr Bartsch,
Was mich am meisten an so Debatten ankotzt, statt über die größte Chipfabrik Europas in Dresden zu reden, die Elektroproduktion von Elektroautos in Leipzig, und die FDP. Hamburg, statt darüber mal den Vergleich anzustellen, wer bei Leipzig und Gelsenkirchen tatsächlich zweitklassig ist. Ich hoffe, du hast trotzdem Spaß beim Zuschauen, auch wenn dich die deutsche Politik nicht beschäftigt, nicht interessiert, dann kannst du trotzdem mal. Ich hoffe, du hast trotzdem Spaß. Kommen immer wieder reden, die den Osten nur schlecht reden. Die Arbeitsverhältnisse im Osten nur schlecht reden. Und die wehen sich ja an guter Gesellschaft. Die Ministerpräsidentin der SPD in Mecklenburg-Vorpommern macht seit Jahren nichts anderes. Den Leuten zu erklären, dass wir Niedriglohn und prekäre Arbeitsverhältnisse haben. Ist auf Bundestag, ist das, falls das noch jemand nicht mitbekommen hat. Ich bin Unternehmer in Ostdeutschland. Das nicht mitbekommen ich zahle anständige Löhne, wie viele meiner Kollegen. Ich schaffe es gar nicht, mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu mir ins Bundesland zu kriegen, weil die den völlig falschen Eindruck von meinem Bundesland haben. Das ist die Wahrheit. Vielen Dank, Kollege Ulrich. Das Wort geht an die Fraktion Bündnis 90 Die Grüne mit Katharina Dröge. Wir haben jetzt demnächst, Flips, wir haben jetzt in Deutschland vielleicht demnächst mal eine grüne Kanzlerin. Das wäre eine Annalena Baerbock, ist ja durchaus vielleicht Merkels Nachfolgerin. Die Chancen stehen gut. Sofern da jetzt bis September jetzt noch nicht große Skandale passieren und die dann an Beliebtheit drastisch verlieren. Haben wir vielleicht sogar eine rot-rot-grüne Regierung mit, das wäre ein Traum, finde ich super. Rot-rot-grüne Regierung mit einer Baerbock als Kanzlerin. Schwarz-grün ist auch noch möglich. Wäre nicht so ein Traum, aber Annalena Baerbock als Kanzler. Die Alternative ist Armin Laschet oder Olaf Scholz. Und da, naja. Sie können auch erst zu Ende reden, dann mache ich irgendwann. Nein, da haben wir hier oben was dagegen. Okay. Bitte, Sie haben das Wort. Nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion, Elisabeth Motschmann. Jetzt geht es um Solo-Selbstständige in der Kultur. Oha. Frau Präsidentin. Die wurden ja wirklich in der Krise gebeutelt. Ja, von der AfD keiner da, juckt es nicht. Die Selbstständigen, das ist Solo-Selbstständige, die Kultur. In der Krise, das da haben auch Podcast-Hörer müssen mehr Bescheid. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Oh, ich habe die falsche Rede. Lol. Das ist auch noch nicht passiert. Dann halte ich die Redezeit jetzt mal an. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ist das schon mal passiert? Das habe ich auch noch nie gesehen. Dass da jemand eine falsche Rede mit vorgenommen hat. Andere, die sie gerade gehalten haben, ja, das wäre doof. Lass nochmal halten. Soll ich jemand anderen zuerst nehmen? Also fangen wir nochmal an. Nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion, Elisabeth Motschmann. So. Und dreh dich um oder auf der Regierungsbank. Was ist denn das? Auf der Regierungsbank da immer. Das ist, Fraktion das gesehen du gerade. Elisabeth Motschmann. Es ist, merkt man immer auch dort auf der Regierungsbank, auch die Merkel und so weiter, wie das halt immer. Und der dreht, die fängt an zu reden und der dreht sich um. Das ist auch einfach, das ist immer. Ich verstehe es auch nicht, warum. Das ist einfach mit dem Hintermann reden. Das ist schlimmer als in der Schule. Das ist einfach. Wirklich, was da sich manchmal erlaubt wird im Bundestag, das sind erwachsene, gewählte Politiker mit, wenn sie auf der Regierungsbank sitzen, sehr wahrscheinlich Minister oder irgendwie und Leute mit Erfahrungen, mit politischen. Was. So. Sehr geehrtes Präsidium. Spätestens, jetzt lacht sie, ja, ich weiß nicht, warum sie lachen. AfD, spätestens oder? Seit Bekanntwerden des
Wahlprogramm ist der Grünen, ist es kein... Wer sonst, wer sonst, wer sonst? Die AfD. Kennt man schon ganz klar daran, dass es die AfD, so gibt es Präsidium, wie die wieder Schwierigkeiten gehabt haben, sehr geehrte Präsidentin zu sagen, das ist... Es ist doch nicht wahr. Und, hallo, unser Kind... Heute war das die Marathonsitzung von 20 Stunden, wo sie so viel entscheiden wollten. Also das ist hier, wie man sieht es hier gerade oben, Best of Bundestag, 225. Sitzung 2021. Also ich weiß es nicht, ist die 225. Sitzung und es wird gerade über Solo-Selbstständige in Kultur- und Medienbranche geredet. Und Speicher ist Herr Renner von der AfD. Die Grünen rennen im ideologie-tollwütigen Schweinsgalopp Richtung autoritärem Ökosozialismus. Seit Jahren arbeiten sie mit daran, den werteschaffenden Milieus unseres Landes Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Und dort, wo Fleiß, Innovation und Produktivität unseres Mittelstandes trotz Gender-Gaga, trotz Bodenregelung, trotz Schnauze. Das ist doch, ich kann denen gar nicht mehr zuhören. Das ist das meiste, das ist alles, was so zwischen den Zeilen läuft, geht bei mir, wenn ich AfD-Typ sehe, das geht bei mir ins eine Ohr rein, auf dem anderen wieder raus. Das ist, was die für Bullshit reden die ganze Zeit, das ist jetzt wieder fein so Wort wie Gender-Gaga, das ist sowas im Parlament sitzt, dass sowas sprechen darf, das ist eigentlich der größte Skandal, dass das, ich habe schon vorhin gesagt, dass 10-12% der Bevölkerung, der wahlberechtigten Bevölkerung, bei den jungen Wählern wird ja auch noch gewählt, bei den Jugendwahlen und so weiter, gibt es ja auch einige, die das wählen. Warum? Warum wählt man so einen Scheiß? Ich verstehe es nicht. Wenn sie zu Gewinnen führen, dann sollen diese umverteilt werden. Ihr prominentester marxistisch-leninistisch ausgebildeter... Das auch. Haben wir gerade gesehen bei der Debatte hier. Wozu beziehen die ihr Geld, wenn sie nicht anwesend sind? Das haben wir auch gesehen. Da sind nur 2-3 Leute von der AfD da. Solo-Selbstständige, also Kultur- und Medienbranche interessiert die nicht. Das ist ja ein Antrag von den Grünen. Das juckt die nicht. Das ist halt... Da sitzen sie nicht drin. Die Frau Bundeskanzler hat Ihnen den Weg bereitet. Frau Bundes... Alter, hör mal auf zu labern. Scheiße, du Mann. Ein Gender-Dead. Ich finde das... Ich ziehe das Video jetzt wieder in Länge, aber um mal was zur Sache zu sagen, und zum Gendern zu sagen, das ist... Ich finde das Ding mit Sternchen, mit hier Lehrer, Sternchen innen und so weiter. Und dann gibt es auch noch die Situation, die Sache mit dem X hinten dran, das Lehrerax oder sowas, dass das auch gesprochen wird. Das finde ich auch albern. Ich finde das grundsätzlich albern, aber ich sage nicht Gendern verbieten. Also ich bin ein starker Vertreter von Entgendern nach Fettberg. Das habe ich ja schon im Podcast einige Male gesagt, also bilateral Podcast. Kann ich auch gerade mal einblenden. Hier könnte mal. Podcast hier mal im Chat schreiben. Gibt es hier einen kleinen Link hier. Im bilateralen Podcast haben wir auch schon drüber geredet. Entgender nach Fettberg, dass einfach ein Y am Ende das und ein Y am Ende ist. Dann heißt es dann das Leri. Das ist dann einfach, das ist eine leichtere also ich finde das albern, dass da mit dem ganzen Dings, aber ich sag nicht, lass das weg und ich weigere mich nicht gegen Stand. Ich versuche da einen besseren Weg zu finden und das tue ich mit dem Engender nach Fettberg. Das kann man halt dann, es wäre dann Frau Bundeskanzlerin, das ist ja die offizielle Variante, das wäre dann nach Engender nach Fettberg, wäre dann das, der Frau lässt man dann natürlich weg, dann sagt man das Bundeskanzler,
der Wortstamm Bundeskanzlei. Und die Bundeskanzleis. Ja. Machen wir weiter. Muss ich schon wieder lachen. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, ein Teil des Problems wird hier gerade sichtbar. Hier stehen und sitzen wieder Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker und reden über die Lage und das Problem. Wer fehlt, sind die Politikerinnen aus Arbeit. Klar, meine Fraktion. Aber ihr entscheidet nicht, verdammt nochmal. Sondern was hier sitzt, man. Ja, man sieht es, das ist. Man sieht es, das ist, was die leeren Plätze dort, das ist. Links sitzt ja noch einiges da, bei FDP sind sich auch noch einige sitzen. Aber, ja. Was ist denn das? Aber wenn jetzt andere da sind und die wissen alle schon, wie die Lage ist, dann frage ich mich, wie es sein kann, gute Figur dass die Lage Seite immer noch so ist im Bereich Kultur und Medien, Sie? Aber auch darüber hinaus, was Solo-Selbstständige insgesamt betrifft. Andere Sachen sind, es geht um Rentenversicherungen, es geht aber auch es ist ein so riesiges Feld, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Und Sie merken es, ich bin echt sauer. Jetzt lass uns nicht über die Figur, über die Schönheit von Bundestagsabgeordneten reden. Das ist Bundestagsabgeordnete und Politiker und Politikerinnen, die sehen seltenst, das sind seltenst Germany's Next Topmodel-Kandidaten. Da brauchst du nicht reden. Wenn es dir um Schönheit geht, dann darfst du nicht Bundestagdebatten anschauen. Dann bist du falsch. Schöne Leute, es gibt ein paar schöne Politiker, aber es ist, wenn es dir um Schönheit, um Ästhetik geht oder um Sex, um sexy Leute zu sehen, dann bist du im Bundestag falsch. Da geht es ja auch um andere Sachen. Da geht es ja nicht darum, dass da eine sexy Person vorne steht. Darum geht es ja in der Politik nicht. Das ist ja, wenn wir die Leute nur wählen würden, damit sie sexy aussehen auf Wahlplakaten und so weiter. Das ist ja, gibt es manche Parteien, die das so machen. Hashtag Lindner. Ja, es geht doch nicht darum, wie hübsch du aussiehst oder wie, es geht darum, wie du gut reden kannst und wie du gut Politik machen kannst und wie du deine Charisma ist das, was zählt in der Politik. Weil wir reden. So, bitte. Fragen Sie mich doch mal was, dann kann ich weiterreden. Mann. Das Fotogene ist ja auch nicht. Ja, aber jetzt geht's gerade um was. Jetzt geht's hier gerade um die Leute in Kultur und Medien, denen es echt scheiße geht. Und die 5 Minuten werden sie haben, denke ich mal. Und ich bin zornig deshalb, weil wir sie hier seit Ewigkeiten drüber reden. Und alles, was in eurem Antrag steht, er hat es ja richtig. Aber was ist mit dem Verbandsklagerecht? Auch das brauchen wir, damit die Leute überhaupt ihre Rechte einfordern können. Mit Sonntagsreden ist jetzt echt gut. Mir langt's. Und den Leuten schon erst recht. Vielen Dank. Vielen Dank, Simone Barrientos. Den haben wir erreicht. Nein, die Redezeit ist tatsächlich vorbei, Frau Barrientos. Ja, die Anträge, Frau Barrientos. Da ist nochmal in Rage geraten. Herr Grosse-Brümmer möchte nach Hause, das verstehe ich auch. Und deswegen rufe ich jetzt auf die nächste Rednerin. Der kleine Grosse möchte nach Hause, möchte aus dem Smallland abgeholt werden. Das ist Kindergarten. Also ich sage Frau Präsidentin, nicht Präsidium. Für mich sind Sie ein Mensch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank, immerhin. Vielen Dank, Herr Lin. So viel Zeit muss sein. Ich war tiefen entspannt und müde. Jetzt habe ich schon Puls nach der letzten. Gibt doch ein paar halbwegs in Ordnung Leute in der Politik. SPD ist nicht von der AfD. Das ist doch vernünftig. Halbwegs. Sondern kurz und grob schlechtig machen, glaube ich. Ich stelle zum einen fest, Frau Schimke, dass Sie eine Rede gegen Ihre eigene kulturpolitische Sprecherin gehalten haben. Das ist legitim, aber ungewöhnlich. Zum Zweiten stelle ich fest, dass wir als SPD doch nicht wünschen, dass die AfD weiter so viel Werbung für die Grünen macht, denn das machen sie, wenn sie die immer als ökosozialistisch bezeichnen. Ich wünschte mir, sie wären ökosozialistisch, das sind sie aber nicht. Herr Kollege Thurmeck, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage? Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon. Das ist immer der beste Ausschnitt. Ich kann noch unendlich lange reden.
Ja, sorry, dass ich das Video jetzt wahrscheinlich in Länge gezogen habe auf YouTube, dass das jetzt, ich habe jetzt auch zwischendurch, da wollte einer über österreichische Politik reden, da gab es jetzt zwischendurch, habe ich auch ein paar Anmerkungen gemacht. Wenn es um Politik geht, ihr wisst Bescheid, da dauert es bei mir immer ein bisschen länger, da kann es auch mal manchmal ausschweifend werden. Da habe ich nach oben auf YouTube, sollte das Video trotzdem gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, schaut auf Twitch vorbei, da streame ich regelmäßig live. Da müssen wir mal schauen, wie es mit React-Tools weitergeht, jetzt nach Artikel 17 mit den Upload-Filtern. Bin schon gespannt, ob das hier noch hochgeladen wird, ob das es noch hochschafft. Mal schauen. Frage wegen YouTube abspielen. Du hast eine Frage, dann stell sie. Hab noch einen angenehmen, frustigen Tag und haut drinne. Ciao.